Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolf und Würfelig. Es gab jetzt eine längere Pause, weil ich einfach sehr, sehr beschäftigt war mit Uni. Ich musste in wenigen Tagen leider den gesamten Chemiestoff nachholen, weil ich auch nie in die Chemievorlesung gegangen bin. Und ja, das hat so mäßig funktioniert. Ja genau, und jetzt mache ich einfach mal wieder ein Video. Ich muss euch aber leider mitteilen, dass mir momentan so ein bisschen die Inspirationen ausgegangen sind. Und ich weiß nicht warum. Ich war noch vor kurzem, war ich sehr, sehr inspiriert und wusste irgendwie genau, was ich wollte. Und irgendwie ist das jetzt momentan weggegangen. Wahrscheinlich war auch, weil mir auffällt, dass das Ganze hier deutlich schwerer zu bauen ist, als ich dachte. Ich scheitere jetzt nämlich so ein bisschen an der ganzen Kleidungsgeschichte. Und ich konnte Falten schon nie zeichnen und jetzt die so in 3D zu bauen ist sehr, sehr schwer. Und der soll ja so einen, ich weiß nicht, altmodischeren Anzug anhaben, so eine Art Mantel, der da so runterhängt und hier so diese Lücken hat, damit der sich bewegen kann. Ja, und das klappt leider nicht so gut. Nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich baue das ja auch von dem Bild ab und irgendwann hört es dann eben auf, wo man dann eben nicht mehr nach dem Bild bauen kann und das ist jetzt momentan mein Problem. Ein Problem, was ich sonst nicht habe bei Fantasy-Figuren, aber jetzt bei Menschen. Ja, da weiß ich nicht mehr so genau weiter. Das ist das Problem. Was ich jetzt kurz machen werde, ich werde hier die Kapuze... Da werde ich den Baustoff mal ändern. Oder da unten. Denn das soll jetzt nicht unbedingt braun bleiben, sondern kann ruhig ein anderes Material werden. Obwohl, ich fange jetzt erstmal an zu bauen, bevor ich jetzt darum überlege, was ich da für ein Material nehme. Ja, und sonst, was gibt's sonst zu erzählen? Ich habe eine Sufi-Brille ergattert. Morgen ist Sonnenfinsternis und die werde ich mir anschauen in Karlsruhe. Und es soll ja gutes Wetter werden. Also ist das denn das schon mal gute Voraussetzung. Ich weiß nur leider noch nicht, wo ich sie mir angucken möchte. Und es ist jetzt schon 12:30 und ich habe ein bisschen Angst, dass ich auch verpenne. Und außerdem habe ich nach wie vor viel für die Uni zu lernen. Das ist auch ein Grund, warum mir da die Inspiration so ein bisschen fehlt. Das heißt, ich kann echt nur... Ich gucke mir die Sonnenfinsternis irgendwie an und dann gehe ich schnell wieder nach Hause. Das heißt, ich habe mich jetzt entschieden, glaube ich, einfach durch einen Ort zu gehen, während die Verfinsterung ist und zu schauen, ob ich einen guten Platz noch finde. Und wenn ich da nichts Gutes finde, dann gehe ich einfach auf den Bürgersteig und guck sie mir von dort an, weil eigentlich ist ja überall dasselbe. Nur wenn da Natur drumrum ist, dann kriegt man wohl auch noch so ein bisschen mit, dass die Natur so ein bisschen ruhiger wird und Wind aufzieht und so. Hätte mich jetzt mal interessiert. Ist eh so, die Sonnenfinsternis 1999 habe ich sogar mitbekommen. Hab auch, es war wohl auch gutes Wetter und so weiter, also hätte ich mitbekommen können. Nur leider erinnere ich mich daran einfach gar nicht. Da war ich noch zu jung. Und von daher, ja. Wollte ich das jetzt so ein bisschen nachholen, zumindest die Atmosphäre, dass ich da so einen Eindruck kriege, wie das wohl so gewesen sein könnte. Tja. So, ich glaube, ich baue jetzt erstmal hier einfach nur die Klamotten und baue die schön rund, so wie sie sich gehören, also wirklich wohlgeformt. Und ich mache mal den Regen aus, der ist ja nervig. Toggle down, voll. Und werde dann die Falten später hineinmachen. So, oben liegt der Stoff ja relativ dicht auf. Hier müsste ich mir eigentlich noch was überlegen. Denn das ist ein bisschen blöd.
Also jetzt sieht zum Beispiel der Arm so wahnsinnig klobig aus. Das ist einfach mein Riesenproblem. Dass wenn ich den quasi nicht ganz dicht da dran baue, dann sieht das schon wieder so aus, als hätte der dann so einen Pullover an oder so. Ach Mann. Also Tipps sind da gern gesehen. Ich bin da momentan, was den jetzt so anzuziehen angeht, nicht so im Klaren, worauf ich da genau hinaus möchte. Ja. Zurück zur Sonnenfinsternis. Ich weiß nicht so genau, wie das wird. Wahrscheinlich wird es relativ unbeeindruckend. Aber irgendwie konnte ich es mir nicht nehmen lassen, da die jetzt noch mitzuerleben. Die nächste ist 2026 oder 21 oder so. Also die nächste partielle ist ja keine totale. Denn die nächste totale ist wohl erst 2081. Ja, ja. Die kriegen wir wohl alle nicht mehr mit. Sei denn, einige von uns werden 100. Überlegen, wenn ich 100 werde, dann ist 2096. Also wenn ich 100 werde, dann kriege ich sie sogar noch mit. Das wäre natürlich cool. Noch eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland, aber wahrscheinlich ist dann genau in dem Tag bewölkt oder so. Und ich sitze da so mit dem Rollstuhl im Garten und denke mir so, nein. Oder der Atomkrieg hat uns schon alle ausgelöscht. Ja, Jan Böhmermann verursacht den dritten Weltkrieg. Am Anfang zwischen Griechenland und Deutschland und dann mischen sich alle ein. Ja, ja. Und dann kämpft der Erdogan an Seiten von Griechenland für die Demokratie. Und dann kommt, ja. Naja. Gut. Und. Aber wäre natürlich trotzdem cool. Echt irgendwie krass schwer. Vor allem, weil das Organic auch noch so groß ist. Ich habe übrigens für diesen klobigen Turm, den ich da hingeklatscht habe, zwischen ein besseres Konzept. Aber ich bin mir eh nicht mehr so ganz sicher, was ich hier eigentlich vorhabe, weil die Statue ist einfach viel größer geworden, als ich das ursprünglich vorhatte. Und dauert jetzt auch viel länger und ich weiß einfach noch nicht so genau, wie ich die eigentlich einbauen möchte in dem späteren Konzept. Ich habe da nämlich eigentlich eine Idee gehabt und jetzt ist auch da so ein bisschen die Inspiration weg, also wie ich mir das so genau vorstelle. Schön. Ursprünglich, also ich kann ja mal sagen, woher ich die Inspiration hatte. Sieht nämlich tatsächlich relativ ähnlich aus. Es lag daran, ich wollte irgendwas bauen und dann kam dieses Bild und dann dachte ich mir einfach so, dass schaut gut aus, da kann ich jetzt anfangen. Man findet dieses hier ziemlich genauso in einem Video von Devin Supertramp Italy Takeover. Das heißt, der fliegt so mit 4K-Auflösung über Italien und zeigt so verschiedene Teile und da hat mich auch einige italienische Gebäude sehr inspiriert und ich dachte mir, man könnte so eine Fantasy Edition von dem Ganzen machen als Spawn und eventuell dachte ich auch, ich weiß nicht, wer sich von euch an meine Zitadelle erinnert, aber die dachte ich, könnte ich eventuell auch einbauen. Nur weiß ich nicht so genau. Ja, irgendwie wirkt das jetzt alles auf mich nicht mehr so stimmig und das ist immer für mich das Wichtigste, dass so ein Gebäude in sich geschlossen wirkt und harmonisch. Das ist irgendwie so das, was mir momentan bei diesem Bauwerk hier fehlt. Weil es sich auch bei großen Bauwerken viel schwieriger machen lässt als bei so kleinen Sachen.
Deswegen sind kleine Sachen, sind zwar eigentlich schwerer zu bauen, weil man eben weniger Details machen kann und mehr auf die Blöcke achten muss. Da hat jeder Block quasi mehr Gewicht. Aber dafür lassen die sich viel leichter so stimmig arrangieren, dass man dann halt hier hat man so einen kleinen Baum und so weiter. Und bei sowas Großem geht das gar nicht so gut, weil das wirkt dann alles nur noch wie so eine Ansammlung von so Mega-Builds. Und sowas hasse ich, sowas mag ich nicht. Es muss irgendwie, es muss in sich geschlossen wirken. Es muss so sein, dass diese Statue so einen Platz einnimmt, dass man sagt, ja okay, das wirkt glaubwürdig. Credibility und so. Ja, da weiß ich momentan noch nicht so genau. Wie ich das machen soll und ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja da auch noch irgendwann Unterstützung von anderen Bildern. Weiß eh noch nicht genau, wie das mit mir und Minecraft momentan weitergeht. Ich bin momentan so ein bisschen angenervt von der Minecraft-Community, weil das da immer nur noch so ein Aufeinandergebäsche ist. Das hasse ich. Ich mag das nicht. Ich finde irgendwie die Szene, die sollte zusammenhalten da und keine Ahnung. Es gibt nun wirklich genug Sachen. Was ich im Übrigen echt erstaunlich finde, nach der letzten Iula-Änderung da, war es ja eigentlich so, dass man gar nicht mehr seine Gebäude so einfach verkaufen darf, weil die im Prinzip nicht dir gehören, sondern Mojang, wenn man so möchte. Ja. Und ich nehme an, dass diese Iula auch gemacht wurde im Vorfeld des Kaufs durch Microsoft, dass das so eine Bedingung war, dass quasi Microsoft auch nicht gleich mit schlechter Publicity in diesen Kauf startet und dass das eine Bedingung war, weil natürlich sich Microsoft da lieber rechtlich absichert, ist zumindest so meine Annahme, denn ansonsten wirkt es etwas seltsam, dass da diese neue Iula eingeführt wurde. Und ich finde erstaunlich, dass so Teams wie Blockworks immer noch nach außen hin so wahnsinnig kommerziell agieren, was ich im Übrigen nichts Schlechtes finde. Also ich finde es was Schlechtes, dass sich die Leute so niederbashen in der Building-Szene teilweise. Und da habe ich auch schon viel geredet, auch mit dem Raffessor, den vielleicht manche von euch kennen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Da wird eben, die Leute hacken sich gegenseitig die Köpfe ein. Das finde ich schlimm, dass da jetzt das um Geld geht, finde ich eigentlich okay, weil das wirklich tolle Sachen teilweise dadurch entstanden sind. Ist der Wahnsinn, was da zum Beispiel Blockworks vor allem immer wieder vollbringt. Aber ich finde erstaunlich, dass die es noch so nach außen hin so wahnsinnig nach außen hin tragen können, denn die sind bestimmt bekannt in der Minecraft-Szene und würde ich jetzt sagen, wäre es recht wahrscheinlich, dass zumindest einer von den wichtigen Leuten bei Mojang auch von Blockworks schon mal gehört hat. Also deswegen, das finde ich erstaunlich. Aber naja, gut. Wenn es nicht so ist, dann ist es wohl nicht so. Und ja, okay, das war jetzt so ein kleines Themengulasch. Weiß nicht, vielleicht war das für manche von euch okay, es ist eben einfach schon spät. Ist auch blöd, jetzt bekomme ich wieder Hunger noch vorm Schlafen gehen, ich hasse das. Wenn ich jetzt was esse, dann schlafe ich wieder die ganze Nacht nicht. Also ich wollte einfach mal wieder ein Video machen. Ich hatte die letzten Tage, wie gesagt, keine Zeit und es wird jetzt auch nochmal die nächsten Tage so bleiben, dass es echt hart ist. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich wieder regelmäßig Videos mache. Ich mache einfach wieder Videos, weil ich wirklich, wirklich mich jedes Mal wahnsinnig über eure Kommentare freue. Ich bin da jedes Mal begeistert. Ich musste auch noch die von der letzten Woche beantworten. Und dafür mache ich jetzt Videos, aber ich glaube nicht, dass ich das wieder so richtig regelmäßig machen kann, also dass ich jeden Tag ein Video mache, weil dafür fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit.
und auch ehrlich gesagt die Privatsphäre, denn mein Mitbewohner, der findet das zum Beispiel wahnsinnig lustig, dass ich hier Videos mache. Das heißt, ich muss immer warten, dass der nicht da ist, sonst kommt er in mein Zimmer gerade und sagt, hören die Leute bei Internet mich jetzt oder so. Und das möchte ich jetzt, das wäre vielleicht für euch lustig, aber ich finde das irgendwie doof. Ja. Gut, jetzt habe ich schon wieder 3 Minuten länger geredet, als ich wollte. Cool. Also dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr hattet eine gute Sonnenfinsternis, denn die ist ja jetzt inzwischen wahrscheinlich schon rum, wenn ich das hochlade. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.